Tja, der tägliche Starrwahnsinn. Er hat uns wieder. Nichts geht mehr. Es wäre nicht so schlimm mit den Autos, aber mit einigen kleinen Transportern ist es dann ein Problem, wirklich durchzukommen. Und wie man sieht, ist es hier am rechts am einfachsten, oft, da ja Autofahrer sehr gerne links fahren. Und somit leicht die Mitte verstellen. Und somit tun wir uns auf der rechten Seite sehr leicht. Ein wenig Kurvenfahren, Hindernisparcours. Ja, der fährt gleich weiter ein Stück. Jetzt geht's besser. Es ist mühsam. Sehr mühsam. Nach dem alten Sprichwort, mühsam nährt sich das Eichhörnchen. Na dann. Taxi biegt ab. Und wir hätten die linke Spur nehmen sollen und durch die Baustelle durchfahren. So geht es einem mitten im Wiener Stadtverkehr. Was gibt's sonst zu berichten? Naja, nicht viel. Außer dass wir nur stehen und ich bis jetzt keine Zeit gehabt habe, wirklich beim Buchroller anzufangen. Das ist aber mein nächstes Vorhaben. Das nächste Vorhaben ist eben einmal den Vergaser herauszunehmen und zu schauen, was wirklich hier sich nicht bewegt. Ist es der Gaszug oder ist es vielleicht der Kolben im Vergaser oder der Drehschieber? Ich weiß es nicht, welcher Vergaser drinnen ist. Ob es ein Schieber oder ein Drehvergaser ist. Und ja, das wird einmal das erste sein. Batterie hat sich größtenteils retten lassen. Aber die richtige Power hat sie noch nicht entwickelt. Sie muss noch ein, zweimal geladen und entladen werden. Denn am Anfang hatte sie absolut keine Power. Mittlerweile kann man ja, zumindest einmal eine halbe Minute starten. Die Batterie ist ja neu reingekommen und wurde eigentlich vernachlässigt und ist dann komplett trocken gestanden.
und hat somit zwar ihre Leistung gehabt, aber konnte sie natürlich ohne Elektrolyt nicht abgeben. Und danke. Und wie gesagt, ohne Elektrolyt keine Leistung. Denn das Elektrolyt sind, da sind die Ladungsträger drinnen und die sind für den Energietransport zuständig. Also dadurch keine Leistung. Mittlerweile ganz gut. Wie schon erwähnt, nächste Vorgehensweise Vergaser zerlegen und schauen, Seilzug oder Vergaser, beziehungsweise vielleicht ist auch ein Umlenkhebel drinnen, der verrostet ist und steckt. Ich weiß es nicht, ich muss es erst aufmachen. Und dann gibt es noch ein paar andere Dinge, die wir auch noch machen. Zum Beispiel das Loch. Und ja, dann werden wir weitersehen und einige Dinge noch machen. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, denn wir werden das mit einem Videodokument belegen, damit ihr dann seht, welche Kleinigkeiten am Buchroller gemacht wurden. Ja, so, wieder Nadel hinter uns, natürlich auch dadurch den Stau, und wir ziehen dann weiter. In Richtung rund um die innere Stadt. Ja Leute, das war's einmal. Und bleibt mir nur noch zu sagen, oben bleiben. See you.